Hallo lieber Widder, ich grüße dich herzlich zu deiner Seelenbotschaft. Mein Name ist Jacqueline und wir schauen gemeinsam in den März 2024. Hier gibt's dein Monatsorakel. Wenn du in Sonnenzeichen, Mondzeichen oder Aszendent Widder bist, ist hier höchstwahrscheinlich eine Botschaft für dich versteckt. Doch bitte, du weißt, es ist eine Kollektivlegung, also immer auf deine Themen umlegen und das für dich mitnehmen, was sich richtig und stimmig anfühlt. Für persönliche Hilfe und Unterstützung schau unten vorbei. Dort gibt es Coaching, spirituelle Begleitung, Teaching, Heilsitzung oder Kartenlegung. Ich würde sagen, wir starten mit deinem Hauptthema. Dein Hauptthema im März 2024 für die Widder im Sonnenzeichen, Mondzeichen und Aszendenten. Was ist die Hauptenergie? Oha! Leadership und Healing Chaos. Du möchtest dich von etwas befreien, du möchtest dich von etwas lösen. Etwas wird dir zu viel. Du hast das Gefühl, als würdest du am liebsten flüchten wollen aus einer Situation, aus einer Umgebung, einem Umfeld. Es kann gut sein, dass du sogar dich aus der Affäre ziehst, dass du dich immer mehr verabschiedest in einer ganz bestimmten Situation oder aber wirklich bezogen auf ja, einen Menschen, Möglichkeiten. Irgendwie passt das nicht mehr oder du möchtest dich nicht in der Tiefe damit beschäftigen und gehst so ein bisschen auch der Heilung vielleicht aus dem Weg. Für jeden natürlich unterschiedlich, aber du möchtest mehr Selbstständigkeit, du möchtest Freiheit. Großer Drang nach Freiheit, nach Selbstbestimmung. Schauen wir deine drei Hauptaspekte an für die Widder bitte im März. Drei Hauptthemen. Was kommt? Okay, wir haben den Sarg, ja, das Herz, das Klee und das Schiff. Und ich meine, das begleitet euch auch so ein bisschen. Ich meine, das ist natürlich alles ein Prozess, aber es geht darum, dass eine Herzensangelegenheit oder hier wirklich für ganz viele eine Liebe zu Ende geht. Die Liebe zu etwas, die Liebe zu jemandem geht hier weg. Das kann natürlich auch ein Job sein, eine Freundschaft sein. Für viele kann es aber auch die Liebe, Partnerschaft sein, Ehe, wie auch immer, oder Familie. Aber du merkst, du verabschiedest dich etwas und das hast du schon lange getan. Das war ein schleichender, langer Prozess. Doch du merkst, hier kommt es zu einem Ende. Entweder wirklich ausgesprochenes Ende, eine Trennung, wie auch immer, Kündigung und so weiter. Oder aber, dass du innerlich wirklich, dass es dir bewusst wird, das war's. Dass du erhoffst dir zum einen, dass Glück daraus resoniert, aber zum anderen weißt du auch, dass etwas gehen muss, damit du wieder in dein persönliches Glück kommst. Wir schauen rein, was geschieht für den Widder, was kommt auf den Widder zu im März 2024, worum geht's? Ach ja, komm, echt jetzt? Die fliegen hier alle runter. Unterer Kartenrand, Ass der Kelche. 9 der Münzen ist runtergeflogen und 6 der Schwerter. Du, also hier, das bekomme ich ja auch mit der Schiffsenergie, ne? Dieser längere Prozess. Du weißt auch nicht, wo dich das hinführt, wenn es hier wirklich um eine Trennung geht, wenn es hier um einen Abschluss geht, aber du weißt, irgendwas muss hier beendet werden, damit du hier wieder dich gut fühlst und in dein Glück kommst. Hier haben wir ganz viel deine Energie, ja, Stabenergie, wir haben die positive Verwandlung oder auch die Energie, denn das, worum es geht, was beendet werden muss, das zieht dir unglaublich viel Energie. Hier haben wir auch dein Zeichen. Du möchtest wieder mehr in die Freude, du möchtest wieder mehr ins Gleichgewicht, du möchtest Leidenschaft, du möchtest Leben. Wir haben hier sogar zweimal das Widderzeichen. Ja, und du möchtest auch nicht mehr länger im Mangel sein, sei es emotional, finanziell und was es auch immer bei dir geht. Du weißt, da muss sich jetzt was verändern, weil ansonsten wirst du nicht mehr glücklich.
Und die Kelchenergie, Ast der Kelche, zeigt auch etwas Neues auf, eine neue Möglichkeit. Und du möchtest diese Möglichkeit ja, am Schopf packen, du möchtest etwas verändern, du weißt es. Hier könnten Themen aufkommen, worüber man spricht, vielleicht mit einem Erdzeichen, mit einem anderen Feuerzeichen oder Luftzeichen. Also kann es hier sein, dass du dir Rat einholst, Unterstützung, Hilfe oder dass du Dinge klärst, ansprichst oder aber auch wirklich beendest. Das wird nicht einfach, beziehungsweise vielmehr, du weißt nicht, wohin es dich bringt. Und ich merke bei ganz vielen eher die Angst vor dem Unbekannten. Auf der anderen Seite bringt es dir sehr viel. Mehr Energie, mehr Kraft, wieder mehr Freude. Es ist, als würdest du dadurch mehr Kraft bekommen. Du weißt aber, dass die Zeit des Heilens auch noch ein Stück weit weiter auf dich warten wird, wenn du diesen Schritt gehst. Und da ist es wichtig, Eigenverantwortung zu tragen und dir entweder Hilfe, Unterstützung zu holen oder aber wirklich ins Fühlen, in die Heilung reingehen und dir damit auch Zeit geben. Wir schauen, was der Rat vom Universum für dich ist. Was ist der Rat? Ja. Anna, Großmutter Jesu, Aussaat des Lichts, das Fundament legen, göttlicher Plan. Ja, also du weißt, wenn dieser Schritt gegangen wird, wenn ein Ende in einer Sache kommt, wo du schon lange im Prozess mit bist, nur du wirst wissen, worum es geht, wird ein großes Fundament gelegt für all das, was noch kommen mag. Und das kannst du dir noch nicht vorstellen, weil ja, diese Möglichkeiten erst dann in dein Leben kommen und manifestiert werden, wenn du diesen Schritt des Loslassens gegangen bist. Hier ist es ganz, ganz wichtig, auf der einen Seite nicht länger in Altem zu verharren und sich wirklich zu lösen und auf der anderen Seite hier aber immer in die Selbstverantwortung eintreten. Nicht in die Opferrolle, nicht in die Fremdbestimmung, sondern wirklich mehr und mehr in deine Kraft kommen und die Verantwortung für dein Handeln, für deine Entscheidungen tragen. Ich wünsche dir viel Kraft, ich wünsche dir viel Mut und vor allen Dingen aber auch Selbstbestimmung, Eigenverantwortung und Selbstführung. Ganz wichtig für dich. Wie gesagt, schau dir gerne hier noch dein Aszendenten-Mondzeichen an, leg es zusammen und du bekommst noch ein bisschen mehr Informationen, worum es bei dir geht. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuschauen, fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Vielen, vielen lieben Dank. Und wenn du magst, bis ganz, ganz bald. Mach's gut.